Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute habe ich eine etwas schlechtere Nachricht für euch, denn es wird heute um 21 Uhr kein Feature-Video geben. Ich weiß, das ist ein Downer. Ich fühle mich auch gerade nicht gut dabei. Der Grund dafür sind verschiedene technische Probleme, die ich habe. Zum einen hat mir gestern Abend meine Festplatte, die ich für die Aufnahmen benutze, so ein bisschen in den Dienst versagt. Die konnte ich aber wieder retten. Ja, die funktioniert mittlerweile wieder. Die Daten habe ich sichern können, aber für die Aufnahmen, die ich heute machen wollte, hat es daran gescheitert. Das ist der Sender und der Empfänger von meinen Audioaufnahmen. Also das heißt, also dieses Teil kommt an die Kamera und empfängt den ganzen Ton, der dann hier drüber entsprechend gesendet wird. Da kommt dann irgendwo das Mikrofon dran. Das ist eine ganz schöne Erfindung. Ich nutze die erste Version schon seit Jahren und die habe ich jetzt auch seit kurzem. Und die waren vollkommen aufgeladen und der erste Sender hat nach 2 Minuten seinen Dienst aufgegeben, der zweite nach 20 Minuten. Der Empfänger, weiß ich nicht ungefähr, wann das war. Jedenfalls habe ich es gemerkt, als die Batterie von der Kamera dann langsam leer war und die Kamera mir so ein Piepsignal gegeben hat. Ich wusste, okay, jetzt machen wir mal gerade Stopp. Ich habe die Aufnahmen gecheckt und bin fast aus allen Wolken gefallen, weil 2 Drittel von den Aufnahmen komplett ohne Ton waren. Das heißt, ich muss jetzt nochmal die ganzen Aufnahmen neu drehen. Ob ich das heute schaffe, weiß ich nicht mehr so in aller Kürze. Ich bekomme es aber auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig geschnitten. Von daher verzeiht mir bitte, wenn das Video heute nichts wird. Und dann, als wenn das nicht schon genug wäre, habe ich mir das ja geleistet. Die Spider-App habe ich mir installiert. Ist natürlich auch ein Downer, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich meine Daten vom Gerät runterbekomme, weil das Display zum Teil nicht mehr reagiert. Und ich das Gerät auch nicht mehr ausgeschaltet bekomme. Das ist natürlich echt super. Verletzt habe ich mich dabei nicht, keine Angst. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das Video erst irgendwann in den nächsten Tagen hoffentlich frühestens online geht, wenn nicht nächste Woche. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ein bisschen runterzukommen, die Aufnahmen zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Feature-Video. Bis dahin, Hodl sein, happy printing. Ciao.